1636 wütet ein verheerender Krieg. Man wird ihn später den Dreißigjährigen nennen. Für zwei römische Diplomaten auf Friedensmission wird die Fahrt nach Deutschland eine Reise ins Herz der Finsternis. Als ich mit dem Kardinal Ginetti an die katholischen deutschen Fürsten entsandt worden war, um den Frieden zu vermitteln, bot sich meinen Augen ein fürchterliches Schauspiel. Außerhalb der Mauern mehrerer Dörfer und Städte waren unzählige Pfähle errichtet, an die gefesselt arme und überaus bedauernswerte Frauen als Hexen von den Flammen verzehrt wurden. Diese Erfahrungen in Deutschland müssen für die Römer etwas ganz anderes gewesen sein. Das kannten sie aus ihrer Heimat nicht. Sie wandten sich mit Schaudern ab. Das Entsetzen der Reisenden über das Hexenbrennen ist ungewöhnlich. Sie sind mächtige römische Inquisitoren. Ihr Beruf? Die Dogmen der Kirche durchzusetzen, um jeden Preis. Ihre Vorgänger haben die Hexenprozesse in Gang gesetzt. Auch jetzt glauben die Inquisitoren in Rom fest an die Existenz von Hexen. Doch es gibt einen erstaunlichen Wandel, wie Forscher seit neuestem herausgefunden haben. Interessant ist jetzt anhand der neuen Dokumente im Archiv der römischen Inquisition zu beobachten, wie sich die Stimmen mehren, die zur Vorsicht mahnen. Und zwar lässt sich das sehr schön nachweisen, ausgerichtet an einen Inquisitor. Ein hochinteressanter Mann, Francesco Albizzi, 1593 geboren, wurde er 1635 Assessor der Kardinalskongregation in Rom, so eine Art Geschäftsführer. In Deutschland nützt dem Inquisitor Albizzi seine Macht wenig. Die protestantischen und selbst die katholischen Fürsten lassen sich in Hexensachen aus Rom nichts befehlen. Im katholischen Kurfürstentum Köln ist die Zahl der Scheiterhaufen besonders groß. Die Inquisitoren treffen weit und breit nur auf Wahnsinn, Hunger und Elend. Diese Schrecken finden sich überall in Deutschland. Sie sind nicht nur eine Folge des Krieges, sondern ebenso der mörderischen Hexenjagd. Auf ihrer Reise streifen die Inquisitoren auch das Städtchen Rheinbach bei Bonn. Vor der Verfolgung ist Rheinbach noch ein blühender und wohlhabender Ort, berühmt durch Wollmanufakturen und üppige Forste. Doch jetzt haben Hexenjäger die Herrschaft übernommen. Wie anderswo in Deutschland wird nun in Rheinbach nicht Handel getrieben, sondern im Hexenturm gefoltert. Zum Wohl, Schöffen. Auf ein baldiges Ende der Plage in diesem schönen Städtchen. Wer zahlt all den Wein und das gute Essen? Das müsst ihr wohl als Kaufmann fragen, Herr Manlöhr. Nun sorgt euch nicht, ich werde euch keine Rechnung schicken. Und warum habt ihr dann nicht den Vogt hinzugeladen und die anderen vier Schöffen? Vermisst ihr die Sauertöpfe? Die verstehen es doch nicht zu feiern. Bist du denn hier zum Feiern da? Helft mir doch! Helft mir doch! Schweig, du Teufelsbullen! Für euch gute Christen soll es ein Feiertag sein, wenn wieder eine Feindin des Herrn bekennen muss, dass sie des Teufels ist. Warum aber dann die Böfgens?
die doch an die 20 Jahre mit ihrem Peter, dem vormaligen Bürgermeister, fromm und ehrlich im Ehestand gelebt hat. Damit ein Hexenprozess in einem Ort der frühen Neuzeit überhaupt losgehen konnte, musste das Vorfeld bereitet sein. Das heißt, es ist nicht einfach plötzlich passiert, dass irgendjemand vor Gericht eine Anklage eingereicht hat und dann wird jemand wegen Hexerei verhaftet und hingerichtet, sondern wesentlich früher beginnt es im Ort zu rumoren. Das heißt, es gibt Gerüchte. Und wir können das auch sehr genau für Rheinbach belegen, dass Gerüchte eine Rolle spielen, bestimmte Personen oder eben vielleicht auch Personenverbände werden durch das nachgewisperte Gerücht schlecht gemacht, der sei ein Hexer oder die sei eine Hexe. Mit Hilfe solcher Gerüchte sollen offene Rechnungen beglichen werden. Oft sind es Nachbarn, die sich gegenseitig denunzieren. Die angesehensten Bürger von Rheinbach fungieren als Schöffen der städtischen Gerichtsbarkeit. Der Historiker Thomas Becker hat die Ereignisse in Rheinbach rekonstruiert. Grundlage seiner Forschungen ist ein seltener Probedruck, der im ehemaligen Jesuitenkolleg in Bad Münstereifel aufbewahrt wird. Verfasser ist der Hexenschöffe Hermann Löhr. Täter, Opfer und Zeuge in einem. Seine Lebensbeichte beleuchtet auf einmalige Weise ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. 1631 wird Hermann Löhr als jüngster Schöffe ins Schöffengericht aufgenommen. Das heißt, er ist einer von den sieben Personen, die in Prozessen den Schuldspruch zu fällen haben. Als er 1631 ins Schöffenkollegium eingerückt ist, fangen in Rheinbach die Hexenprozesse an. Also Hermann Löhr ist von Anfang an mit dabei. Er ist auch verantwortlich für die ersten Schuldsprüche, die hat er mitgetragen. Die ersten Anzeigen treffen mittellose Frauen aus der Unterschicht. Sie werden im Hexenturm zu Rheinbach verhört und auf dem Folterstuhl peinlich befragt. Ein entscheidender Teil des Verfahrens ist die Nadelprobe. Den Verdächtigen werden auf demütigende Weise alle Haare des Körpers geschoren. Dann wird nach Hexenzeichen geforscht, Muttermalen und Leberflecken. Fließt nach einem Nadelstich in das Mal kein Blut, ist die Hexe überführt. Für den erfahrenen Juristen und Hexenkommissar Franz Bührmann ist das eine wissenschaftliche Tatsache. Bührmann soll im Auftrag des Landesherrn eigentlich die Rechtmäßigkeit der Prozesse überwachen. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon für über 50 Todesurteile in Bonn und Umgebung verantwortlich. Nun gibt er den Verfahren in Rheinbach eine brutale Wendung. Gerade bei Franz Bührmann haben wir aber das Beispiel von jemandem, der sich selbst an die Spitze des Gerichts setzt, der sich selbst zum Gerichtspräsidenten macht und das Ganze umfunktioniert, in einer Art Sondergerichtshof, wenn Sie so wollen. Er hat in einer ausgesprochen sadistischen Weise in diesen Prozessen sich aufgeführt. Er hat sich nicht mehr darum gekümmert, wo die Grenzen waren für eine solche Untersuchung. Das ist ganz gut dokumentiert. Das heißt, er war ein schlimmer Mensch, ein schlimmer Schlechter, wenn Sie so wollen. Wohl an. Nun hast du wohl Zeit genug gehabt, einzusehen, dass du bekennen musst. Und dass dir deine ganze verfluchte Zauberei nicht hilft. Ich kann nicht zaubern und ich weiß auch nicht, wie man Zaubern vollbringt. Meinst du wohl, dass dir der Teufel die Pein abnimmt und tragen hilft? Zählst du, Hexe, die Uhren und Stunden und berechnest du die Zeit der Folter? Das kann und wird dir, Erzzauberin, nicht helfen. Nein, das kann mir wohl helfen. Wenn ich noch 2 oder 3 Stunden die Folter durchhalte, dann müsst ihr mich losbinden und mich freigeben. Wie willst du dann eine Märtyrerin des Teufels werden? Mit deinem Nichtbekennen sollst du mir nach meinem Willen 2x24 Stunden gepeinigt werden, bis du deine Zauberkunst bekennst und deine Spießgesellen preisgibst. Nein, nein, nein.
Ich will unter dieser Marter und Folter als ein frommer Christenmensch sterben. Stirb doch endlich. In des Teufels Namen, du alte, verstockte Hexe. Und du, Hermann Löhr? Siehst zu, obwohl schon dein Vater und mein seliger Mann zusammen Geschäfte gemacht haben? Was kann ich denn tun? Hermann Löhr, sieh mich an. Kannst du mir in die Augen sehen? Franz Bührmann hatte nun eine sehr starke Persönlichkeit. Und er hat es geschafft, die Schöffen des Gerichtes sich gefügig zu machen. Und hat von daher die Rolle, die ihm zugedacht war, völlig auf den Kopf gestellt. Er ist keineswegs mehr Berater, sondern er ist Ankläger und Richter in einer Person. Er bestimmt, wer als nächstes verhaftet wird. Erst als die wohlhabende Witwe Christina Böfkens in Bührmanns Fänge gerät, empfindet Hermann Löhr Mitleid. Die 65-jährige Frau gehört wie Löhr zur Oberschicht, gilt als besonders mildtätig und fromm. Doch Bührmann braucht ein Schmiermittel, um seine Prozesswelle in Gang zu halten. Gold. Damit bestreitet er die Kosten für Henker und Verbrennungsholz, füllt die Schatulle des Landesherrn und bereichert sich selbst. Seine Todesmaschinerie wendet sich gegen die Reichen. Seht ihr, der Amtmann hat die verborgenen Schätze der Böfken gefunden. Das ist brav. Und alles schon gezählt. So habt ihr schon der Böfken Haus durchsucht und alles konfisziert, ohne dass sie den Teufelsbund gestanden hat? Sie wird, Hermann Löhr, sie wird. Habt ihr nicht auch von dem Wein getrunken, den uns die Böfken bezahlt? Christina Böfkens hat sich geweigert, irgendetwas von diesen erfundenen Dingen zuzugeben, die man ihr vorgehalten hat. Und daraufhin hat der Hexenkommissar Franz Bührmann angeordnet, weiter zu foltern. Der Henker hat gesagt, das tue ich nicht, das darf ich nicht. Wenn ich jetzt noch weiter foltere, wird die Frau mir sterben. Das war ein Justizmord. Franz Bührmann hat sich mit seiner ganzen Autorität durchgesetzt und den Henker gezwungen, weiter zu foltern. Der Henker tat das und Christina Böfkens ist in der Tat auf der Folter gestorben. Mit dämonischem Geschick reagiert der Hexenkommissar Bührmann auf die gefährliche Situation. Der Teufel selbst, nicht der Henker, hat Christina Böfkens den Hals umgedreht. So kann sie dem Gericht ihre angeblichen Komplizen nicht verraten. Der Fall von Rheinbach zeigt, dass die meisten verbreiteten Klischees über die Opfer der Hexenverfolgung falsch sind. Das angeblich geheime Kräuterwissen von weisen Frauen hat keine nachweisbaren Verfolgungen in Gang gesetzt. Es gibt keine Verschwörung der Ärzte gegen die Hebammen. Der Mythos von den rothaarigen Hexen stammt aus dem 19. Jahrhundert. Fernab dieser Spekulationen hat es dennoch besonders gefährdete Gruppen gegeben, wie das Schicksal der Witwe Christina Böfkens belegt. Generell, also über den Daumen gepeilt, waren Frauen besonders betroffen und die höheren Altersgruppen. Das kann was mit Marginalisierung zu tun haben. Natürlich, es kann einfach damit etwas zu tun haben, dass für bestimmte Personen soziale Schutzmechanismen versagt haben. Doch nicht nur Frauen können Hexen sein. In Rheinbach und an vielen anderen Orten geraten Männer unter Verdacht. Mit Zaubergürteln sollen sie sich in wilde Tiere verwandeln. Wolfsrudel fallen in dieser Zeit tatsächlich in die Dörfer ein. Angeblich sind es aber menschliche Werwölfe, die in Vollmondnächten das Vieh reißen.
Jede vierte Hexe ist ein Mann. Neue Ergebnisse jetzt der deutschen Hexenforschung zeigen, dass bei den katholischen Hexenverfolgern ist es so, dass etwa 25% der Angeklagten und Verurteilten Männer sind. Im evangelischen Raum weniger. Also die berühmten Mannwölfe oder Wehrwölfe, die also sehr lange mythologische Wurzeln haben und eben erstaunlicherweise auch in der frühen Neuzeit nochmal zutage treten, in der Form, dass man einzelne Männer tatsächlich für Werwölfe hält und die fängt und dann ihnen auch den Prozess macht und sie tatsächlich als Werwölfe hinrichtet, also als Hexer, die sich in Wölfe verwandeln. 130 Tote fordert der Hexenwahn in Rheinbach und den Nachbardörfern. Auch Löhrs Schwiegervater, ein angesehener Amtmann, endet auf dem Scheiterhaufen. Erst jetzt stellt sich Löhr der Gefahr. Er flieht mit seiner Familie über Köln nach Amsterdam. 40 Jahre später bringt er dort seine Erlebnisse zu Papier. Hermann Löhr hat dieses Buch ganz sicher auch geschrieben, weil er sich schuldig gefühlt hat. Immerhin war Hermann Löhr ja einer der Leute, die im Gericht den Schuldspruch gefällt haben. Er ist verantwortlich dafür, dass etliche Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden sind. Und er hat irgendwann im Verlauf dieser Prozesse begriffen, dass das, was da passiert, alles eine Lüge ist. Zur gleichen Zeit, als Löhr flieht, erreichen die päpstlichen Inquisitoren Albizzi und Ginetti das Kurfürstentum Köln. Aus dem sonnigen Italien kommend, geraten sie hier in eine vollkommen fremde Welt. Die Winter in Deutschland reichen mit polaren Nachtfrösten und Hagelgewittern bis in den Juni hinein. Die Sommer sind feucht und ohne Sonne. Wein, Roggen und Gerste erfrieren. Sogar das Laub an den Bäumen wird schwarz. Teuerungen und Hungersnöte sind die Folge. Es ist der Höhepunkt einer Wetterkatastrophe, die die Klimahistoriker heute als die kleine Eiszeit bezeichnen. Aus Sicht der damaligen Menschen kann es bei diesen Schrecken nicht mit rechten Dingen zugehen. Bauern und Bürger klagen in bitteren Worten die Obrigkeit an, dem Treiben der Hexen und Zauberer tatenlos zuzusehen. Sie fordern Rache und bekommen sie. Dem Tod der Ernte auf den Feldern folgt der Tod von Menschen auf dem Scheiterhaufen. Das blinde Wüten der Gerichtsbarkeiten löst im Volk kein Entsetzen aus, sondern Erleichterung. Das Böse muss in der Mitte der Gesellschaft aufgespürt und bestraft werden. Nur so kann es ein Ende der Plagen geben. Der Höhepunkt der Hexenverfolgung fällt in die Epoche des Barock. Allgegenwärtig ist das Memento Mori, die Beschäftigung mit dem Tod. In dieser Zeit sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung auf 35 Jahre. Das irdische Dasein ist ein einziges Jammertal. Der Tod ist allgegenwärtig. Er wird angebetet als einziger wahrer Herrscher dieser Welt. Die Apokalypse, das himmlische Strafgericht, scheint unmittelbar bevorzustehen. Man muss sich ja vorstellen, dass alle einbrechenden Katastrophen auch ihre metaphysische Seite bekommen, dadurch gerade, dass man sie als Zeichen Gottes interpretiert. Das heißt, man muss nach damaliger Vorstellung fragen, was ist falsch gelaufen in dieser Gesellschaft? Also nicht ganz unähnlich dem, was wir in unserer eigenen Gesellschaft haben. Man sucht nach Schuldigen und wahrscheinlich auch wie in unserer eigenen Gesellschaft gibt es zwei große Strategien, nach Schuldigen zu suchen. Entweder man sucht die Schuld bei sich selbst
Und das ist tatsächlich, was viele Prediger auch vorgeschlagen haben, die zu den Leuten gegangen sind und gesagt haben, ihr seid sündhaft, ihr müsst euch ändern, ihr müsst euer Leben ändern. Das ist aber etwas, was die Leute nie gern hören. Und deswegen kann man sagen, es gibt so eine flankierende Strategie, zu sagen, es gibt welche in eurer Mitte, die beschwören sozusagen Gottes Zorn über die Gesellschaft herauf, und man muss diese Feinde der Gesellschaft, diese Verkörperungen des Bösen, die muss man finden und bekämpfen oder, wie es auch damals so schön geheißen hat, ausrotten. Der Hexenwahn stammt aus dem Mittelalter und ist danach für lange verschwunden. Nun, an der Schwelle zum modernen Europa, feiert er seine Auferstehung. Schrecklicher als je zuvor. Die wahren Ursachen für das Elend sind schwer zu durchschauen. In Deutschland herrscht Chaos, politisch und religiös. Der Kaiser hat seine Macht verloren. Fürsten, Städte und Reichsregenten bekämpfen einander. Die Reformation spaltet das Land in Katholiken, Calvinisten und Lutheraner. Ergebnis der Spannungen ist das furchtbarste Abschlachten, das es bis dahin in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Der 30-jährige Krieg fordert Millionen von Toten. Er hinterlässt einen halben Kontinent verwüstet und ohne Hoffnung auf ein Ende der Schrecken. Das war eine sehr gnadenlose Zeit. Durch die gesamten Zeit- und Lebensumstände, den Krieg im Hintergrund, die immer schlimmer werdende Ernährungssituation, die Unsicherheit, die insgesamt ins Leben gedrungen war, waren die Menschen im Umgang miteinander sehr brutal, sehr gnadenlos. Und man war bereit, Konflikte bis zum bitteren Ende durchzufechten. Und das bittere Ende heißt hier bis zur physischen Vernichtung des anderen. In eben dieser Lage machen die päpstlichen Gesandten Albizzi und Ginetti, dem Kurfürsten von Köln, ihre Aufwartung. Sie wollen ihn für einen Friedensplan gewinnen. Fürstbischof Ferdinand hat zwei Gesichter. Er ist ein frommer katholischer Reformer und gilt doch auch als einer der schrecklichsten Hexenjäger der Geschichte. Eminenz, wir hoffen, eure Reise war nicht allzu beschwerlich. Eure hochfürstliche Gnade, gnädigster Herr, alle Beschwerlichkeit weicht angesichts eures Anblicks. Die Reise bot uns einen ungewohnten Anblick. Außerhalb der Mauern der Städte und Dörfer überall Rauchsäulen und Feuerschein. Hier in Bonn musste das Feuer allein im vorigen Jahr 50 Zauberer und Teufelshuren von ihren Sünden reinigen. Bringt das Hexenbrennen denn nicht Unruhe ins Volk? Wir verstehen eure Frage nicht, Monsignore. Mein Volk würde mir wohl Bescheid stoßen, nehme ich nicht den Kampf gegen das Hexenunwesen fest in die Hand. Das Volk mangelt vielleicht der Bildung. Das Volk? Sind Domkapitel genauso wie die Grafen, Ritter, Städte und Stände. Der Heilige Vater entbietet euch Dank und Gruß. Ach, wie wohl das tut, nach so langer Zeit wieder die Stimmen des Heiligen Stuhls zu vernehmen. Ihr lebt im glücklichen, von Sünde freien Rom. Gott, der Allmächtige, mag uns die Hexen gesandt haben als Geißel für unsere Sünden. Kann nicht vielmehr eine gewisse Unordnung in den Hexenprozessen dazu führen, dass in zweifelhaften, den Verstand übersteigenden Fällen... Wir selber haben seit einigen Zeiten eine Hexenordnung erlassen, um die Richter zur Umsicht zu mahnen. Wir haben dieses Verfahren auf eine ganz und gar objektive Stufe gehoben. Die Gelehrten in Rom verwundert die Praxis in Deutschland, ein Brennen in Gang zu setzen, nur weil eine einzige Hexe bezeugte, sie habe andere beim Sabbat gesehen. Ihr redet wie jemand, der... Was sind das für außergewöhnliche Tiere? Eure Wälder müssen ein wahrer Tummelplatz für... Die Rebhühner, Eminenz, sind scheu und selten wie nie. Mit den Hirschen ist es noch schlimmer. Wir haben tüchtige Kommissare, die darüber wachen, dass kein Unrecht Blut vergossen wird. Einige davon sind uns wohl vertraut, wie der Dr. Schultheiß, Dr. Bührmann, deren Rheinbach Segen bewirkt. Und haben wir nicht eigenhändig das untrügliche Verfahren der Nadelprobe zum Gesetz erhoben? Wenn aus dem Stigmata und Zeichen am Körper der Hexe und der Zauberin kein Blut fließt,
Wie wollen dann die Doktoren in Rom solches anders erklären als durch den Teufelspakt? Meine Empfehlung. Seht ihr toll? Wir wollen hier den Frieden bewirken und keinen gelehrten Disput führen. Es geht um das Schicksal der Christenheit und nicht um ein paar Zauberprozesse. Ihr wisst, wie ich, dass die Nadelprobe ein ganz und gar unchristlicher Aberglauben ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und wenn Gott uns darob flieht? Bis heute ist es wirklich eine offene Frage, warum sie da nicht eingegriffen haben, warum Rom jetzt nicht zumindest bei seinen eigenen deutschen Gläubigen, den Fürstbischöfen etwa, eingegriffen hat. Die Friedensmission der beiden Inquisitoren bleibt ohne Erfolg. 1637 kehrt Albizzi in seine Heimat zurück. Das Unrecht der Hexenverfolgung in Deutschland löst in Rom keine Reaktion aus. Wichtiger ist die Realpolitik. Der Bund mit den katholischen deutschen Fürsten im Kampf gegen die Protestanten. Vom kulturell aufblühenden Rom aus betrachtet, wirkt das Grauen in Deutschland unwirklich. Dort treibt das Elend die Menschen in eine Traumzeit, wo die Grenzen zwischen Realität und Einbildung zerfließen. Getreide wird in schlechten Jahren mit Gold aufgewogen. So werden die Beimengungen ins Brot zunehmend gefährlich. Um Übersinnliches zu erleben, genügt es in dieser Zeit bereits zu essen. Das Brot der armen Leute wird mit Schlafmohn, Bilsenkraut und Tollkorn gestreckt. Es enthält Substanzen, die dem LSD ähnlich sind. Zusätzlich werden Drogen bewusst eingenommen, um der trostlosen Gegenwart zu entrinnen. Giftige Kräuter verstärken die betäubende Wirkung des Weins. So glaubt manche Frau tatsächlich, als Hexe durch die Lüfte zu fliegen und mancher Mann sich in einen Werwolf zu verwandeln. Dieser Glauben kann auf dem Scheiterhaufen enden. Denn die Traumwelten prallen auf den Hexenwahn. Die einzelne Anklage gegen eine Hexe löst noch keinen Flächenbrand aus. Doch im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts ist die Idee von einer Hexensekte, die den Teufel verehrt, Gemeingut. Ist auch nur eine einzige Hexe ausfindig gemacht worden, müssen zugleich alle ihre Mitverschwörer ausgerottet werden. Als Verfolger tun sich Protestanten mit dem gleichen Eifer hervor wie Katholiken. Lediglich die theologische Begründung ist eine andere. Die Katholiken berufen sich auf Traktate wie den Hexenhammer. Die Protestanten weisen auf die Heilige Schrift. Im Alten Testament steht der Satz: Die Zauberer sollst du nicht am Leben lassen. Schon Luther ist zeitlebens von Hexenfurcht durchdrungen. Calvin hat persönlich in Genf Hinrichtungen von Hexen befohlen. Die große Mehrzahl aller Hexen wird in Europa zwischen 1560 und 1640 verbrannt. Zu dieser Zeit haben die weltlichen Gerichte der Kirche die Verfolgung aus der Hand genommen. Jede zweite Hexe wird auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation hingerichtet. Zu besonders schlimmen Verfolgungen kommt es auch in Lothringen, in Polen, Schottland und in der Schweiz. Anderswo, wie in Russland oder Irland, hat es niemals eine Verfolgung gegeben. Ein Befund, der bis heute Rätsel aufgibt. In Spanien und Italien stemmt sich die starke Zentralgewalt dem Volksbegehren entgegen. Die Hexenjagden hinterlassen die betroffenen Gegenden ausgeblutet und über Jahre hinaus wirtschaftlich am Boden. Die Stimmen mehren sich, die ein Ende der Verfolgung fordern. Wir finden auch relativ häufig, dass in Territorien oder Städten, in dem einmal
eine Hexenverfolgung tatsächlich durchgeführt worden ist, dieses Experiment nicht wiederholt wird, weil es normalerweise doch katastrophale Folgen hat. Fast in jeder Verfolgung kam es irgendwann mal zum Kippen, weil die Bevölkerung auch gemerkt hat, oha, ich war ja zwar am Anfang dafür, aber jetzt bin ich selber dran. Der erfolgreichste Kämpfer gegen den Hexenwahn ist ein deutscher Jesuit. In Deutschland muss er seinen Namen lange geheim halten, droht ihm sogar der Prozess. In Rom wird er zur gleichen Zeit von Theologen und Inquisitoren schon hoch geschätzt. Es handelt sich bei diesem tapferen Mann um einen der größten Dichter des Barock, um Friedrich Spee. In Paderborn verfasst er seine bittere Klage: Deutschland so vieler Hexenmutter. Der meines Erachtens luzideste und wichtigste Kritiker der Hexenverfolgung war der Jesuit Friedrich Spee, der 1631 ein Buch, zunächst anonym, geschrieben hat, die Cautio Criminalis. Und in der Cautio Criminalis hat er diesen unentrinnbaren Zirkel des Hexenprozesses in unnachahmlicher Manier aufgezeigt und damit das ganze Konstrukt des Hexenprozesses ad absurdum geführt. Er sagt, man gebe mir irgendein erfundenes Schwerverbrechen. Zweitens, man gebe mir zum Nachweis dieses erfundenen Schwerverbrechens die Folter. Und dann sagt er, ich will selbst ins Feuer geworfen werden, wenn ich nicht binnen kurzem genauso viele Schuldige finde, wie jetzt wegen Hexerei verurteilt werden. Das ist die fatale Dynamik, die der Folter dann innewohnt, dass ich praktisch dann jedes, auch fiktive Verbrechen, mit der Folter dann nachweisen kann. Solche Stimmen der Vernunft finden Mitte des 17. Jahrhunderts zunehmend Gehör. In weiten Teilen Europas ebben die Verfolgungen ab. Anders im schweizerischen Walsertal, das zu Graubünden gehört, und im Vaduz, dem heutigen Liechtenstein. Dort könnten sich die Menschen eigentlich ihrer eben errungenen Unabhängigkeit freuen. Doch das Resultat ist eine der schlimmsten Hexenjagden überhaupt, die um 1650 hunderte Tote fordert. Dabei tritt ein bislang fast unbekanntes Phänomen zutage. Der Wahn richtet sich nicht nur gegen Frauen und Männer. Die Bergbewohner verfolgen sogar ihre eigenen Kinder. 15 von ihnen sollen als die Bündener Hexenkinder exemplarisch in einem Schauprozess bestraft werden. Angeklagt des Teufelspaktes und der Verschwörung gegen unseren Herrgott und den einzig wahren Glauben. Durch mannigfache Aussagen unbescholtener Zeugen überführt des Zaubers, wieder Mensch und Tier, erschienen vor dem Gerichte. Maria Schuster, Katharina Rieder, Peter Tönz. Bitte, nehme er diesem Schnieders dieses Teufelsamulett ab. Was? Ist er denn ein furchtsam Weib? Priester! Bring mir das Weihwasser. Du hast wohl geglaubt, Moritz Schnieder, du könntest etwas ausrichten. Wieder das Gericht mit des Teufels Hilfe. Ich habe schon deine Mutter und deinen Vater überführt und dem Henker übergeben. Und du bist nur die Brut. Und dieser Erzzauberer, die dem Satan schon deine Seele versprachen, als du noch im Leibe ruhtest. Seht ihr es wohl, Hexenbrut? So feige täuscht euch der Teufel. Er lässt euch seine trügerische Macht spüren und verlässt euch doch alsgleich, sobald er eure Seele hat. Es ist nicht Brauch, in Bündner Landen Hexenbrut wie euch entkommen zu lassen. Zwar bestimmen unsere Gesetze, dass ihr noch zu jung seid für den Scheiterhaufen, doch gibt es andere Möglichkeiten.
euch endgültig auszumerzen. Es droht Ihnen eine, so wörtlich in dem Brief nach Rom, bestialis executio, eine bestialische Hinrichtung. Die Kinder wären wahrscheinlich nicht wie Erwachsene verbrannt worden. Man glaubte, man könne ihnen einen etwas sanfteren Tod dadurch gewähren, dass man sie in ein heißes Bad steckte und ihnen dort die Pulsadern und Schlagadern öffnete, sodass sie in dem heißen Bad langsam ausbluteten, weil die Adern sich nicht mehr schlossen. Uns stehen die Haare zu Berge, wenn wir sehen, was damals mit sogenannten Hexenkindern gemacht wurde. Und auch den Römern war das ein Graus. In Rom nimmt sich der Inquisitor Albizzi des Falls an. Selbst der Papst setzt sich für die Kinder ein, obwohl Graubünden seiner Gerichtsbarkeit nicht unterliegt. Albizzi, mittlerweile Kardinalinquisitor, erreicht dennoch die Auslieferung der Kinder nach Italien. Dort sollen sie nicht hingerichtet, sondern erzogen werden. Ein Junge wird in Mailand dennoch rückfällig. Nach kirchlichem Recht erwartet ihn eine furchtbare Strafe für diesen Relapsus. Lebenslanger Kerker oder Tod. Eminenz. Bruder in Christo. Fangt nicht schon wieder damit an. Ich habe in der Kongregation das Nötige gesagt. Ein Relapsus ist ein Relapsus. Was wissen wir denn wirklich über den Fall? Ist der Junge ein Hexer? Ist er vielleicht nur geistig zurückgeblieben, unerzogen, verwahrlost und verkommen? Das sind spitzfindige Klügeleien. Der Junge verspottet den Herrn und unsere Kirche. Er schändet das Bild der heiligen Jungfrau. Er hat genügend Gelegenheit bekommen, um zu bereuen und auf den rechten Weg zu finden. Das Gesetz ist nur dann gerecht, wenn es keine Ausnahme macht. Aber der Hexenjunge, er ist noch ein Kind. Er weiß nichts von der Welt. Vielleicht versteht er unsere Unterweisungen nicht einmal. Seine Eltern wurden als Hexen verbrannt. Sie konnten ihn nichts Rechtes lehren. Was interessiert euch dieser Junge so? Als Inquisitor seid ihr zur Wahrung des Glaubens verpflichtet, nicht zur Mildtätigkeit. Erinnert ihr euch an unsere Reise durch das Rheinland? An die vielen Scheiterhaufen? Wir haben beide vor dem Fürstbischof gestanden, der jetzt heimgegangen ist, Gott hab ihn selig. Wir wussten beide um den Irrsinn der Hexenjagd. In dessen gut katholischen Landen haben wir eingegriffen. Auch seine Heiligkeit hat nicht eingegriffen. Habt ihr denn etwa damals dem Heiligen Vater von den Scheiterhaufen berichtet? Ich tat es nicht. Brennt heute euer Gewissen nicht ebenso lichterloh wie das meine? Albizzis Intervention hat Erfolg. Der rückfällig gewordene Junge wird verschont. Auch Albizzi hat schwere Zweifel, ob die Schweizer Kinder nicht tatsächlich Hexen sind. Das Problem soll jedoch mit seelsorgerischen Mitteln gelöst werden. Einst hat die Inquisition die Verfolgung in Gang gebracht. Jetzt versucht sie, das Hexenbrennen zu beenden. Weit weniger liberal ist die Inquisition zur gleichen Zeit gegenüber anderen Feinden. Erbittert verfolgt sie die Anhänger Galileis, die für die Unabhängigkeit der Naturwissenschaft gegenüber der Theologie eintreten. Gegen Ende seines Lebens gilt Francesco Albizzi als mächtigster Inquisitor seiner Zeit. In den 50 Jahren, in denen Albizzi seiner Behörde dient, wird in Rom keine einzige Hexe zum Tode verurteilt. Herbeigerufene Ärzte erklären die meisten Fälle auf natürliche Weise, ohne Zuhilfenahme des Teufels. Diese überraschende Entdeckung machte der Historiker Rainer Decker, als er als erster Hexenforscher überhaupt Zutritt in die geheimen Archive der römischen Inquisition erhielt. Der typische Inquisitor des 17. Jahrhunderts verabscheut es, angebliche oder sogar wirkliche Hexen zu verbrennen. Der typische Hexeninquisitor verfolgt durchaus magische Praktiken aller Art.
Aber den Scheiterhaufen hält er deswegen nicht für erforderlich. Das Bestürzende liegt eigentlich darin, dass die Urteile dieser Inquisitoren meistens weit milder waren als die Urteile jedes beliebigen weltlichen Gerichtes nördlich der Alpen. Bestürzend ist aus heutiger Sicht, dass ausgerechnet die Kämpfer gegen Fortschritt und Wissenschaft, die Inquisitoren, am entschiedensten gegen den Hexenwahn auftreten. 1712 kommt es in der Schweiz unweit des Walsertals wieder zu einem Kinderhexenprozess. Wieder protestiert die Inquisition. Diesmal wollen die weltlichen Richter von fremder Einmischung nichts wissen. Sie haben ihre eigenen Schlüsse gezogen, wie der Hexengefahr zu begegnen ist. Da fasst man sich erst recht an den Kopf. Die Eltern wurden vor die Wahl gestellt. Die Mädchen müssten verschwinden, also irgendwo hingebracht werden ins Ausland. Und die Eltern dürften dann nur wiederkommen mit der Bescheinigung, die Mädchen seien inzwischen tot, wie auch immer. Andere Möglichkeit, die Kinder sterben hier, und zwar durch Gift. Und es ist belegt, ich glaubte meinen Augen selbst nicht zu trauen, dass die Eltern dieser beiden kleinen Mädchen gesagt haben, dann müssen sie eben durch Gift sterben. Das eine Mädchen ist sofort gestorben, das andere hat sich erst 2 Monate noch gequält, bevor es dann gestorben ist, noch Anfang des 18. Jahrhunderts. An die 60.000 Menschen fallen der europäischen Hexenjagd zum Opfer. Angesichts der damaligen Bevölkerungsdichte eine schreckliche Zahl. Manche Mechanismen der Hexenjagd wirken in unserer Kultur bis heute fort. Was wir, glaube ich, in den Hexenverfolgungen gut sehen können, wie schnell mit geeigneten Mitteln eine imaginäre Gruppe mit einer Sündenbockfunktion ausgestattet werden kann. Es war immer nur so, dass Menschen mitgemacht haben, wenn einige vorne geschrien haben, wir müssen die Hexen vernichten. Und dieses Mitmachen, dieses Bereitsein, eine Ideologie mitzutragen, ohne sich dagegen zu stemmen, das ist etwas, was durch alle Zeiten hinweg Menschen angeht. 1782 wird in Glarus im protestantischen Teil der Schweiz zum letzten Mal in Europa eine Hexe hingerichtet. Der Spuk scheint ein für alle Mal vorbei zu sein. Doch der Hexenglauben erlebt eine unerwartete Wiedergeburt. Nicht als ein 1836 wütet ein verheerender Krieg. Man wird ihn später den Dreißigjährigen nennen. Für 2 römische Diplomaten auf Friedensmission wird die Fahrt nach Deutschland eine Reise ins Herz der Finsternis. Als ich mit dem Kardinal Genetti an die katholischen deutschen Fürsten entsandt worden war, um den Frieden zu vermitteln, bot sich meinen Augen ein fürchterliches Schauspiel. Außerhalb der Mauern mehrerer Dörfer und Städte waren unzählige Pfähle errichtet, an die gefesselt arme und überaus bedauernswerte Frauen als Hexen von den Flammen verzehrt wurden. Diese Erfahrungen in Deutschland müssen für die Römer etwas ganz anderes gewesen sein. Das kannten sie aus ihrer Heimat nicht. Sie wandten sich mit Schaudern ab. Das Entsetzen der Reisenden über das Hexenbrennen ist ungewöhnlich. Sie sind mächtige römische Inquisitoren. Ihr Beruf? Die Dogmen der Kirche durchzusetzen, um jeden Preis. Ihre Vorgänger haben die Hexenprozesse in Gang gesetzt. Auch jetzt glauben die Inquisitoren in Rom fest an die Existenz von Hexen. Doch es gibt einen erstaunlichen Wandel, wie Forscher seit neuestem herausgefunden haben. Interessant ist jetzt anhand der 9 Dokumente im Archiv der römischen Inquisition zu beobachten, wie sich die Stimmen mehren, die zur Vorsicht mahnen. Und zwar lässt sich das sehr schön nachweisen, ausgerichtet an einen Inquisitor. Ein hochinteressanter Mann, Francesco Albizzi, 1593 geboren, wurde er 1635 Assessor der Kardinalskongregation in Rom, so eine Art Geschäftsführer.
In Deutschland nützt dem Inquisitor Albizzi seine Macht wenig. Die protestantischen und selbst die katholischen Fürsten lassen sich in Hexensachen aus Rom nichts befehlen. Im katholischen Kurfürstentum Köln ist die Zahl der Scheiterhaufen besonders groß. Die Inquisitoren treffen weit und breit nur auf Wahnsinn, Hunger und Elend. Diese Schrecken finden sich überall in Deutschland. Sie sind nicht nur eine Folge des Krieges, sondern ebenso der mörderischen Hexenjagd. Auf ihrer Reise streifen die Inquisitoren auch das Städtchen Rheinbach bei Bonn. Vor der Verfolgung ist Rheinbach noch ein blühender und wohlhabender Ort, berühmt durch Wollmanufakturen und üppige Forste. Doch jetzt haben Hexenjäger die Herrschaft übernommen. Wie anderswo in Deutschland wird nun in Rheinbach nicht Handel getrieben, sondern im Hexenturm gefoltert. Zum Wohl, Schöffen. Auf ein baldiges Ende der Plage in diesem schönen Städtchen. Wer zahlt all den Wein und das gute Essen? Das müsst ihr wohl als Kaufmann fragen, Herr Malheur. Nun sorgt euch nicht, ich werde euch keine Rechnung schicken. Und warum habt ihr dann nicht den Vogt hinzugeladen und die anderen vier Schöffen? Vermisst ihr die Sauertöpfe? Die verstehen es doch nicht zu feiern. Bist du denn hier zum Feiern da? Helft mir doch! Helft mir doch! Schweig, du Teufelsbullen! Für euch gute Christen soll es ein Feiertag sein, wenn wieder eine Feindin des Herrn bekennen muss, dass sie des Teufels ist. Warum aber dann die Böfgens, die doch an die 20 Jahre mit ihrem Peter, dem vormaligen Bürgermeister, fromm und ehrlich im Ehestand gelebt hat? Damit ein Hexenprozess in einem Ort der frühen Neuzeit Wölfe hinrichtet, also als Hexer, die sich in Wölfe verwandeln. 130 Tote fordert der Hexenwahn in Rheinbach und den Nachbardörfern. Auch Löhrs Schwiegervater, ein angesehener Amtmann, endet auf dem Scheiterhaufen. Erst jetzt stellt sich Löhr der Gefahr. Er flieht mit seiner Familie über Köln nach Amsterdam. 40 Jahre später bringt er dort seine Erlebnisse zu Papier. Hermann Löhr hat dieses Buch ganz sicher auch geschrieben, weil er sich schuldig gefühlt hat. Immerhin war Hermann Löhr ja einer der Leute, die im Gericht den Schuldspruch gefällt haben. Er ist verantwortlich dafür, dass etliche Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden sind. Und er hat irgendwann im Verlauf dieser Prozesse begriffen, dass das, was da passiert, alles eine Lüge ist. Zur gleichen Zeit, als Löhr flieht, erreichen die päpstlichen Inquisitoren Albizzi und Ginetti das Kurfürstentum Köln. Aus dem sonnigen Italien kommend, geraten sie hier in eine vollkommen fremde Welt. Die Winter in Deutschland reichen mit polaren Nachtfrösten und Hagelgewittern bis in den Juni hinein. Die Sommer sind feucht und ohne Sonne. Wein, Roggen und Gerste erfrieren. Sogar das Laub an den Bäumen wird schwarz. Teuerungen und Hungersnöte sind die Folge. Es ist der Höhepunkt einer Wetterkatastrophe,
die die Klimahistoriker heute als die kleine Eiszeit bezeichnen. Aus Sicht der damaligen Menschen kann es bei diesen Schrecken nicht mit rechten Dingen zugehen. Bauern und Bürger klagen in bitteren Worten die Obrigkeit an, dem Treiben der Hexen und Zauberer tatenlos zuzusehen. Sie fordern Rache und bekommen sie. Dem Tod der Ernte auf den Feldern folgt der Tod von Menschen auf dem Scheiterhaufen. Das blinde Wüten der Gerichtsbarkeiten löst im Volk kein Entsetzen aus, sondern Erleichterung. Das Böse muss in der Mitte der Gesellschaft aufgespürt und bestraft werden. Nur so kann es ein Ende der Plagen geben. Der Höhepunkt der Hexenverfolgung fällt in die Epoche des Barock. Allgegenwärtig ist das Memento Mori, die Beschäftigung mit dem Tod. In dieser Zeit sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung auf 35 Jahre. Das irdische Dasein ist ein einziges Jammertal. Der Tod ist allgegenwärtig. Er wird angebetet als einziger wahrer Herrscher dieser Welt. Die Apokalypse, das himmlische Strafgericht, scheint unmittelbar bevorzustehen. Man muss sich ja vorstellen, dass alle einbrechenden Katastrophen auch ihre metaphysische Seite bekommen, dadurch gerade, dass man sie als Zeichen Gottes interpretiert. Das heißt, man muss nach damaliger Vorstellung fragen, was ist falsch gelaufen in dieser Gesellschaft? Also nicht ganz unähnlich dem, was wir in unserer eigenen Gesellschaft haben. Man sucht nach Schuldigen und wahrscheinlich auch wie in unserer eigenen Gesellschaft gibt es zwei große Strategien, nach Schuldigen zu suchen. Entweder man sucht die Schuld bei sich selbst, und das ist tatsächlich, was viele Prediger auch vorgeschlagen haben, die zu den Leuten gegangen sind und gesagt haben, ihr seid sündhaft, ihr müsst euch ändern, ihr müsst euer Leben ändern. Das ist aber etwas, was die Leute nie gern hören. Und deswegen kann man sagen, es gibt so eine flankierende Strategie, zu sagen, es gibt welche in eurer Mitte, die beschwören sozusagen Gottes Zorn über die Gesellschaft herauf, und man muss diese Feinde der Gesellschaft, diese Verkörperungen des Bösen, die muss man finden und bekämpfen oder, wie es auch damals so schön geheißen hat, ausrotten. Der Hexenwahn stammt aus dem Mittelalter und ist danach für lange verschwunden. Nun, an der Schwelle zum modernen Europa, feiert er seine Auferstehung. Schrecklicher als je zuvor. Kannst du mir in die Augen sehen? Franz Bührmann hatte nun eine sehr starke Persönlichkeit. Und er hat es geschafft, die Schöffen des Gerichtes sich gefügig zu machen. Und hat von daher die Rolle, die ihm zugedacht war, völlig auf den Kopf gestellt. Er ist keineswegs mehr Berater, sondern er ist Ankläger und Richter in einer Person. Er bestimmt, wer als nächstes verhaftet wird. Erst als die wohlhabende Witwe Christina Böfkens in Bührmanns Fänge gerät, empfindet Hermann Löhr Mitleid. Die 65-jährige Frau gehört wie Löhr zur Oberschicht, gilt als besonders mildtätig und fromm. Doch Bührmann braucht ein Schmiermittel, um seine Prozesswelle in Gang zu halten. Gold. Damit bestreitet er die Kosten für Henker und Verbrennungsholz, füllt die Schatulle des Landesherrn und bereichert sich selbst. Seine Todesmaschinerie wendet sich gegen die Reichen. Seht ihr, der Amtmann hat die verborgenen Schätze der Böfken gefunden. Das ist brav. Und alles schon gezählt. So habt ihr schon der Böfken Haus durchsucht und alles konfisziert, ohne dass sie den Teufelsbund gestanden hat? Sie wird, Hermann Löhr, sie wird. Habt ihr nicht auch von dem Wein getrunken, den uns die Böfken bezahlt? Christina Böfkens hat sich geweigert, irgendetwas von diesen erfundenen Dingen zuzugeben, die man ihr vorgehalten hat. Und daraufhin hat
der Hexenkommissar Franz Bührmann angeordnet, weiter zu foltern. Der Henker hat gesagt, das tue ich nicht, das darf ich nicht. Wenn ich jetzt noch weiter foltere, wird die Frau mir sterben. Das war ein Justizmord. Franz Bührmann hat sich mit seiner ganzen Autorität durchgesetzt und den Henker gezwungen, weiter zu foltern. Der Henker tat das und Christina Wirfgens ist in der Tat auf der Folter gestorben. Mit dämonischem Geschick reagiert der Hexenkommissar Bührmann auf die gefährliche Situation. Der Teufel selbst, nicht der Henker, hat Christina Böfkens den Hals umgedreht. So kann sie dem Gericht ihre angeblichen Komplizen nicht verraten. Der Fall von Rheinbach zeigt, dass die meisten verbreiteten Klischees über die Opfer der Hexenverfolgung falsch sind. Das angeblich geheime Kräuterwissen von weisen Frauen hat keine nachweisbaren Verfolgungen in Gang gesetzt. Es gibt keine Verschwörung der Ärzte gegen die Hebammen. Der Mythos von den rothaarigen Hexen stammt aus dem 19. Jahrhundert. Fernab dieser Spekulationen hat es dennoch besonders gefährdete Gruppen gegeben, wie das Schicksal der Witwe Christina Böfkens belegt. Generell, also über den Daumen gepeilt, waren Frauen besonders betroffen und die höheren Altersgruppen. Das kann was mit Marginalisierung zu tun haben. Natürlich, es kann einfach damit etwas zu tun haben, dass für bestimmte Personen soziale Schutzmechanismen versagt haben. Doch nicht nur Frauen können Hexen sein. In Rheinbach und an vielen anderen Orten geraten Männer unter Verdacht. Mit Zaubergürteln sollen sie sich in wilde Tiere verwandeln. Wolfsrudel fallen in dieser Zeit tatsächlich in die Dörfer ein. Angeblich sind es aber menschliche Werwölfe, die in Vollmondnächten das Vieh reißen. Jede vierte Hexe ist ein Mann. Neue Ergebnisse jetzt der deutschen Hexenforschung zeigen, dass bei den katholischen Hexenverfolgern ist es so, dass etwa 25% der Angeklagten und Verurteilten Männer sind. Im evangelischen Raum weniger. Also die berühmten Mannwölfe oder Wehrwölfe, die also sehr lange mythologische Wurzeln haben und eben erstaunlicherweise auch in der frühen Neuzeit nochmal zutage treten, in der Form, dass man einzelne Männer tatsächlich für Werwölfe hält und die fängt und dann ihnen auch den Prozess macht und sie tatsächlich als Werwölfe überhaupt losgehen konnte, musste das Vorfeld bereitet sein. Das heißt, es ist nicht einfach plötzlich passiert, dass irgendjemand vor Gericht eine Anklage eingereicht hat und dann wird jemand wegen Hexerei verhaftet und hingerichtet, sondern wesentlich früher beginnt es im Ort zu rumoren. Das heißt, es gibt Gerüchte. Und wir können das auch sehr genau für Rheinbach belegen, dass Gerüchte eine Rolle spielen, bestimmte Personen oder eben vielleicht auch Personenverbände werden durch das nachgewisperte Gerücht schlecht gemacht, der sei ein Hexer oder die sei eine Hexe. Mit Hilfe solcher Gerüchte sollen offene Rechnungen beglichen werden. Oft sind es Nachbarn, die sich gegenseitig denunzieren. Die angesehensten Bürger von Rheinbach fungieren als Schöffen der städtischen Gerichtsbarkeit. Der Historiker Thomas Becker hat die Ereignisse in Rheinbach rekonstruiert. Grundlage seiner Forschungen ist ein seltener Probedruck, der im ehemaligen Jesuitenkolleg in Bad Münstereifel aufbewahrt wird. Verfasser ist der Hexenschöffe Hermann Löhr. Täter, Opfer und Zeuge in einem. Seine Lebensbeichte beleuchtet auf einmalige Weise ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte.
1631 wird Hermann Löhr als jüngster Schöffe ins Schöffengericht aufgenommen. Das heißt, er ist einer von den sieben Personen, die in Prozessen den Schuldspruch zu fällen haben. Als er 1631 ins Schöffenkollegium eingerückt ist, fangen in Rheinbach die Hexenprozesse an. Also Hermann Löhr ist von Anfang an mit dabei. Er ist auch verantwortlich für die ersten Schuldsprüche, die hat er mitgetragen. Die ersten Anzeigen treffen mittellose Frauen aus der Unterschicht. Sie werden im Hexenturm zu Rheinbach verhört und auf dem Folterstuhl peinlich befragt. Ein entscheidender Teil des Verfahrens ist die Nadelprobe. Den Verdächtigen werden auf demütigende Weise alle Haare des Körpers geschoren. Dann wird nach Hexenzeichen geforscht, Muttermalen und Leberflecken. Fließt nach einem Nadelstich in das Mal kein Blut, ist die Hexe überführt. Für den erfahrenen Juristen und Hexenkommissar Franz Bührmann ist das eine wissenschaftliche Tatsache. Bührmann soll im Auftrag des Landesherrn eigentlich die Rechtmäßigkeit der Prozesse überwachen. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon für über 50 Todesurteile in Bonn und Umgebung verantwortlich. Nun gibt er den Verfahren in Rheinbach eine brutale Wendung. Gerade bei Franz Bührmann haben wir aber das Beispiel von jemandem, der sich selbst an die Spitze des Gerichts setzt, der sich selbst zum Gerichtspräsidenten macht und das Ganze umfunktioniert, in einer Art Sondergerichtshof, wenn Sie so wollen. Er hat in einer ausgesprochen sadistischen Weise in diesen Prozessen sich aufgeführt. Er hat sich nicht mehr darum gekümmert, wo die Grenzen waren für eine solche Untersuchung. Das ist ganz gut dokumentiert. Das heißt, er war ein schlimmer Mensch, ein schlimmer Schlechter, wenn Sie so wollen. Wohl an. Nun hast du wohl Zeit genug gehabt, einzusehen, dass du bekennen musst. Und dass dir deine ganze verfluchte Zauberei nicht hilft. Ich kann nicht zaubern. Und ich weiß auch nicht, wie man Zaubern vollbringt. Meinst du wohl, dass dir der Teufel die Pein abnimmt und tragen hilft? Zählst du, Hexe, die Uhren und Stunden? Und berechnest du die Zeit der Folter? Das kann und wird dir, Erzzauberin, nicht helfen. Nein, das kann mir wohl helfen. Wenn ich noch 2 oder 3 Stunden die Folter durchhalte, dann müsst ihr mich losbinden und mich freigeben. Wie willst du dann eine Märtyrerin des Teufels werden? Mit deinem Nichtbekennen sollst du mir nach meinem Willen 2x24 Stunden gepeinigt werden, bis du deine Zauberkunst bekennst und dem Spießgesellen preisgibst. Nein, nein, nein. Ich will unter dieser Marter und Folter als ein frommer Christenmensch sterben. Dann stirb doch endlich, in des Teufels Namen, du alte, verstockte Hexe. Und du, Hermann Löhr? Siehst zu, obwohl schon dein Vater und mein seliger Mann zusammen Geschäfte gemacht haben? Was kann ich denn tun? Hermann Löhr, sieh mich an. Die wahren Ursachen für das Elend sind schwer zu durchschauen. In Deutschland herrscht Chaos, politisch und religiös. Der Kaiser hat seine Macht verloren. Fürsten, Städte und Reichsregenten bekämpfen einander. Die Reformation spaltet das Land in Katholiken, Calvinisten und Lutheraner. Ergebnis der Spannungen ist das furchtbarste Abschlachten, das es bis dahin in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Der 30-jährige Krieg fordert Millionen von Toten. Er hinterlässt einen halben Kontinent verwüstet und ohne Hoffnung auf ein Ende der Schrecken. Das war eine sehr gnadenlose Zeit. Durch die gesamten Zeit- und Lebensumstände, den Krieg im Hintergrund, die immer schlimmer werdende Ernährungssituation, die Unsicherheit, die insgesamt ins Leben gedrungen war, waren die Menschen im Umgang miteinander sehr brutal, sehr gnadenlos. Und man war bereit, Konflikte bis zum bitteren Ende durchzufechten. Und das bittere Ende heißt hier bis zur physischen Vernichtung des anderen. In eben dieser Lage machen die päpstlichen Gesandten Albizzi und Ginetti, dem Kurfürsten von Köln, ihre Aufwartung.
Sie wollen ihn für einen Friedensplan gewinnen. Fürstbischof Ferdinand hat zwei Gesichter. Er ist ein frommer katholischer Reformer und gilt doch auch als einer der schrecklichsten Hexenjäger der Geschichte. Eminenz, wir hoffen, eure Reise war nicht allzu beschwerlich. Eure hochfürstliche Gnade, gnädigster Herr, alle Beschwerlichkeit weicht angesichts eures Anblicks. Die Reise bot uns einen ungewohnten Anblick. Außerhalb der Mauern der Städte und Dörfer überall Rauchsäulen und Feuerschein. Hier in Bonn musste das Feuer allein im vorigen Jahr 50 Zauberer und Teufelshuren von ihren Sünden reinigen. Bringt das Hexenbrennen denn nicht Unruhe ins Volk? Wir verstehen eure Frage nicht, Monsignore. Mein Volk würde mir wohl Bescheid stoßen, nehme ich nicht den Kampf gegen das Hexenunwesen fest in die Hand. Das Volk mangelt vielleicht der Bildung. Das Volk? Sind Domkapitel genauso wie die Grafen, Ritter, Städte und Stände. Der Heilige Vater entbietet euch Dank und Gruß. Ach, wie wohl das tut, nach so langer Zeit wieder die Stimmen des Heiligen Stuhls zu vernehmen. Ihr lebt im glücklichen, von Sünde freien Rom. Gott, der Allmächtige, mag uns die Hexen gesandt haben als Geißel für unsere Sünden. Kann nicht vielmehr eine gewisse Unordnung in den Hexenprozessen dazu führen, dass in zweifelhaften, den Verstand übersteigenden Fällen... Wir selber haben seit einigen Zeiten eine Hexenordnung erlassen, um die Richter zur Umsicht zu mahnen. Wir haben dieses Verfahren auf eine ganz und gar objektive Stufe gehoben. Die Gelehrten in Rom verwundert die Praxis in Deutschland, ein Brennen in Gang zu setzen, nur weil eine einzige Hexe bezeugte, sie habe andere beim Sabbat gesehen. Ihr redet wie jemand, der... Was sind das für außergewöhnliche Tiere? Eure Wälder müssen ein wahrer Tummelplatz für... Die Rebhühner, Eminenz, sind scheu und selten wie nie. Mit den Hirschen ist es noch schlimmer. Wir haben tüchtige Kommissare, die darüber wachen, dass kein Unrecht Blut vergossen wird. Einige davon sind uns wohl vertraut, wie der Dr. Schultheiß, Dr. Bührmann, deren Rheinbach Segen bewirkt. Und haben wir nicht eigenhändig das untrügliche Verfahren der Nadelprobe zum Gesetz erhoben? Wenn aus dem Stigmata und Zeichen am Körper der Hexe und der Zauberin kein Blut fließt, wie wollen dann die Doktoren in Rom solches anders erklären als durch den Teufelspakt? Meine Empfehlung. Seid ihr toll? Wir wollen hier den Frieden bewirken und keinen gelehrten Disput führen. Es geht um das Schicksal der Christenheit und nicht um ein paar Zauberprozesse. Ihr wisst wie ich, dass die Nadelprobe ein ganz und gar unchristlich Aberglauben ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und wenn Gott uns darauf flieht? Bis heute ist es wirklich eine offene Frage, warum sie da nicht eingegriffen haben, warum Rom jetzt nicht zumindest bei seinen eigenen deutschen Gläubigen, den Fürstbischöfen etwa, eingegriffen hat. Die Friedensmission der beiden Inquisitoren bleibt ohne Erfolg. 1637 kehrt Albizzi in seine Heimat zurück. Das Unrecht der Hexenverfolgung in Deutschland löst in Rom keine Reaktion aus. Wichtiger ist die Realpolitik. Der Bund mit den katholischen deutschen Fürsten im Kampf gegen die